Ja, hallo Leute. Schaut mal da unten hin. Wir haben Ostersonntag. Und Ostersonntag ist jetzt hier in Paraguay nicht so der Feiertag an sich. Aber ich habe beschlossen, dass ich mal mit meinem Hund losgehe. Jetzt waren hier nebenan auch Hunde, aber die haben jetzt gar nicht reagiert. Ich wollte jetzt einfach mal ein paar Meter mit Mosche gehen. Sabine hatte jetzt keine Lust mitzugehen. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann nehme ich jetzt hier meinen Schatz erstmal mit. Und gehe mit dem ein paar Meter. Es gibt tatsächlich viel zu erzählen. Also in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe wissen es ja die meisten schon. Und wir haben uns ein Auto gekauft. Das ist ein Suzuki Jimny. Den gab es auch vor 3 Jahren in Deutschland. Dann wurde der aufgrund irgendwelcher CO2-Geschichten irgendwann verboten. Erst, weil es ein Kultauto war, gab es den dann irgendwie nicht zu kaufen. Und dann hatten die Verzeiten von einem Jahr und mehr. Ja, das war also eine Katastrophe. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es den als Nutzfahrzeug. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich muss mal fragen, ob ich da überhaupt filmen darf. Ne? Hola! Hola! Okay! Film? Okay. Hey, oh. Hier wird jetzt gerade geil gekocht. Ganze Familie. Hola, hola, hola. Hola. Ja, hier kaufen wir dann auch regelmäßig unsere Getränke. Holi? Okay. Ja, jetzt sind wir jetzt gerade reingelaufen, eine Familienfeier. Moment, ich muss immer Daumen. Gracias. Gracias. Ciao, ciao. So. Ja, das ist halt Paraguay, ne? Das ist Paraguay. Und wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, wir haben diesen Suzuki Jimny gekauft. Das sieht aus wie eine kleine G-Klasse, weil eine große G-Klasse können wir uns nicht leisten. Alles gut. Oh, und jetzt kackt mein Hund. Sorry, Leute. Da ich jetzt durchfilmen werde, der müsste jetzt durch. Ich kann es dann. Mach mal Sitz. Die Kacke filme ich jetzt nicht, aber. Ja, mein Gott, so ist das hier halt, ne? Mosche, bleib hier. Tut mir leid, das wird so ein richtiges Anti-Video, ne? Ist mir aber auch egal. Schnupfst du? So, komm, so. Aber vielleicht ist das ja auch besonders authentisch, ne? Das ist auch, hier gibt's richtig. Da grillen die richtig toll. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen davon erzählen, was wir jetzt gemacht haben, ne? Also wir haben diesen Suzuki Jimny gekauft. Mann, der Hund, der reißt so an der Leine. So, dann wackelt's weniger. Und wir hatten ja den Lada Niva, also Lada Tiger 4x4 in Deutschland. Geiles Auto. So, der will dich nicht. Jetzt kommt hier ein Straßenhund. Und die Hunde verstehen sich. Wow, das wird das chaotischste Video, was ich jemals gedreht habe. Aber die verstehen sich. Das ist auch gut so. Ne? Ich
ich muss gerade, das macht richtig, dieser Spaziergang macht mir jetzt persönlich richtig Spaß. Ah, ich bin schon wieder der Faden. Also, den Suzuki haben wir gekauft. Jimny sieht aus wie eine kleine G-Klasse. Mein Bruder hat sich gemeldet. Mein Bruder ist Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Also, das ist schon eine Nummer. Und der hat einen Defender gehabt. Ich muss sagen, gehabt. Der ist ja auch Jäger. Ich hatte ja auch einen Jagdschein, aber ich habe den ja nie verlängert. Ich konnte irgendwie nicht auf die Tiere schießen. Mein Bruder ist aber passionierter Jäger im Sinne von Hege. Also, ich glaube, die Leute, die sich auskennen und nicht fanatisiert sind, die wissen, wovon ich rede. Und ja, der hatte sich vor ein paar Jahren den Defender gekauft. Dann hat er mir irgendwann gesagt, den Defender, den verkaufe ich nie. Den werde ich den irgendwann mal vererben an seinen Sohn, der Felix. Grüße gehen raus an Felix. Und es ist aber so, dass er jetzt sagt, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich. Und sagt er, in dem Auto, das Ding ist einfach nicht alltagstauglich. Ja, ich weiß das. Und sagt er, den Wagen habe ich jetzt verkauft. Und jetzt hat er eine G-Klasse. Ich erzähle das deswegen. Ich erzähle das deswegen, weil der Jimny, den wir uns jetzt geholt haben, da sagt man, der sieht aus wie eine kleine G-Klasse, also eine geschrumpfte G-Klasse. Das stimmt auch irgendwie. Ja, geile Geschichte. Oh, der Hund, der freut sich so, dass er mit mir laufen kann hier. Hier ist tatsächlich gerade kein Feiertag. Hola. Hola. Ganz liebe Leute wieder hier. Und alles gut? Ach ey, ich liebe dieses Land, ich liebe diese Leute hier, die sind alle so nett. Und ich bin immer noch nicht, ich habe den Faden immer noch nicht zu Ende gesponnen. Ne? Also auf jeden Fall, wir haben jetzt diesen Suzuki Jimny gekauft. Der ist für uns so ein Ersatz für den Lada, den wir hatten. Den Lada, das erste Auto, was ich in meinem Leben wirklich geliebt habe, und Sabine auch, das war der Lada. Die Karre war so, das Ding war so geil, ne? Und wir haben den Suzuki ja vorher auch 2019, habe ich glaube ich eben schon erzählt, ne? Schon mal Probe gefahren. Der war für uns auch in der engeren Wahl. Das mag ja alles nicht so komforttechnisch das Geilste vom Geilen sein, aber Sheet gut drüber. Ich guck mal, ich mach mal kurz ich dreh mal kurz. Mosche, kommst du einmal? Mosche, komm einfach. Einmal, mach mal. Jetzt. Ja, der gehorcht toll, der Hund. Ich dreh einfach mal. Für den Fall, dass ihr gerade so eine Tüte gesehen habt. Ich mache das hier nicht in Deutschland. Wenn der Hund kackt, nehme ich die Scheiße mit. Ja. Und in dieser Tüte war die Scheiße. Ja, und das Zweite, was wir gemacht haben. Die Kollegen, das sind mal groß, ne? Tranquilo. Ja, wir haben Haus gekauft. Also wir sind nächste Woche beim Notar. Wir haben in Hohenau, das heißt, wir werden aus Encarnación rausgehen. Obwohl wir uns hier sauwohl fühlen. Das ist doch alles, guck mal. Wenn ihr euch das mal anschaut, ne? Schaut euch das mal an. Hier werden gerade Hühnchen gebraten. Seht ihr das? Richtig gut. Richtig gut. Tja, das ist Paraguay. Echt geil, ne? Und ich gehe jetzt gerade einfach nur um unseren Wohnblock rum, ne? Weil ich mit dem Hund ein bisschen raus wollte und ich einfach Bock drauf hatte, ein bisschen zu laufen. Jetzt kommt der nächste Straßenhund, aber der interessiert sich nicht für Mosche.
Ich habe auch gar nicht drauf geguckt. Das kann sein, dass ich hier vielleicht zum Teil gar nicht zu sehen bin, ne? Pipi. Machst du Pipi? Machst du? Ja. Ja, und wir werden dann nach Honau ziehen. Honau ist natürlich viele Deutsche auch, ne? Ja, gut. Wir sind reingefahren in die Stadt und das ist schon schön. Das ist wirklich schön da. Und vor dem Hintergrund sage ich ganz klar, gute Entscheidung. Wir müssen ja auch das Geld irgendwie aus Deutschland wegbekommen, weil ich sage euch ganz ehrlich, ne, der Euro ist auf dem absteigenden Ast. Diese Währung wird nicht mehr lange viel Wert haben. Das heißt, Geld, wir machen das tatsächlich so, wir investieren in Immobilien, vielleicht auch Grundstücke, so weit wie möglich. Wir müssen unsere Liquidität jeden Monat haben, um Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir haben Top-Voraussetzungen hier für dieses Land. Aber wenn man in irgendeiner Art und Weise noch mit Deutschland verbunden ist und ja, man hängt dann noch an der Währung, ja, das ist das Problem, was wir hier haben. Wir haben also kein Problem. Ich glaube, das Problem trifft euch eher in Deutschland. Ihr müsst euch mal vorstellen, das erzähle ich mal ganz kurz. Als wir Sabine und ich zu Evelyn Huber dann nach Capiata geflogen sind im August, da hatte der Euro, ein Euro einen Wert von, lass mich lügen, 8.100 Guarani. Wir sind mittlerweile bei 7.400, Tendenz sinkend. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben hier mit einer angeblich harten Währung Euro zu tun, die gegenüber einer angeblich Schwellenland, drittes Land, wie auch immer die despektierlich über Paraguay reden, 10%, ja, das ist 8%. Ihr könnt es genau ausrechnen, ist mir jetzt egal, ich bin hier unterwegs. Verliert innerhalb von 6-8 Monaten. Leute, wem traut man? Einem Land wie Paraguay oder Deutschland? Also, wir wissen es genau, wem wir trauen. Ja, der Hund entscheidet es auch weiterzugehen. Jetzt bin ich einfach nur einmal um unseren Block gelaufen, ne? Oh, ich hab sogar Lust weiterzugehen, aber ich glaube, ich habe keine Lust, euch weiter mitzunehmen. Was bedeutet, ich nehme jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ich lade das hoch, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und dann gehe ich vielleicht gleich nochmal mit dem Hund los. Und vielleicht kann ich Sabine ja nochmal überreden, auch nochmal sich zu überwinden. Weil das ist, ja. Ja. Jetzt habt ihr mal gesehen, wenn man so spontan losgeht, ne? Das lasse ich auch so drin. Ich weiß, es ist alles chaotisch. Ich weiß auch, dass ich nicht immer im Bild war. Ist doch scheißegal. Die Schönheit, die wahre Schönheit liegt in den Fehlern der Perfektion. Das ist meine Philosophie. Hier, guck mal. So gehen wir, hier gehen wir jetzt rein. Da ist unser Haus. Ich schalte jetzt ab. 14 Minuten, das war kurzer Spaziergang. Da gehe ich gleich noch mal eine halbe Stunde mit dem Hund. Tschüss, tschüss.